Hallo, ich bin Homo Rudolfensis. Ich wurde im Turkana-See, dem früheren Rudolfsee, gefunden, und daher stammt auch mein Name. Ich bin zwischen 1,95 und 1,78 Millionen Jahre alt. Meine Art ist ausgestorben. Ich war 1,7 Meter groß und wog 64 Kilogramm bei den Männern und 49 Kilogramm bei den Frauen. Ich habe in Ostafrika gelebt. Mein Schädelvolumen betrug 560 Kubikzentimeter. Die Entdeckung von Fossilien des Homo habilis und des Homo ergaster aus der gleichen Zeit im Norden Kenias eröffnet eine interessante Debatte über die Koexistenz von drei intelligenten Arten zur gleichen Zeit. Der Homo rudolfensis lebte in einer sehr hierarchischen Gesellschaft mit einem dominanten Männchen, das die Herrschaft über die Gruppe ausübte. Aufgrund der Frühgeburten verbrachte meine Spezies viel Zeit damit, sich um die Babys zu kümmern, was die Gruppenbindung stärkte. Wir hatten eine starke Rivalität mit dem Homo habilis. Die einheimische Fauna umfasste Tiere, die heute noch zu erkennen sind, wie Nashörner, Zebras, Löwen, etc. Meine Spezies war die erste, die Werkzeuge baute, um Tiere zu jagen und zu essen. Hallo, ich bin Homo habilis, aus dem Lateinischen für geschickter Mann. Ich bin eine archaische Menschenart und bin zwischen 2,3 und 1,6 Millionen Jahre alt. Die meisten meiner fossilen Überreste habe ich in Kenia, in Oldubai, gefunden. Mein Name, habilis, bezieht sich auf den Fund von Steinwerkzeugen, die mit meiner Art in Verbindung gebracht werden. Ich war in der Lage, mit meinen Händen Druck auszuüben, um Steinwerkzeuge herzustellen. Meine Art hat eine größere Gehirngröße als Australopithecus, die auf 510 Kubikzentimeter bis 600 Kubikzentimeter geschätzt wurde. Außerdem war mein Schädel runder mit einem kürzeren Gesicht, großen Backenzähnen mit dickem Zahnschmelz und ohne Diastema, das heißt die Trennung zwischen den Prämolaren und den Eckzähnen. Meine Finger und Zehen waren gekrümmt, was darauf hindeutet, dass wir noch Bäume benutzten. Meine Spezies war in erster Linie ein Aasfresser. Die zweibeinige Haltung der Frauen führte zu einer Verkleinerung des Beckens, was frühere Geburten zur Folge hatte, was wiederum bedeutete, dass mehr Zeit für die Babypflege aufgewendet werden musste und somit die Notwendigkeit bestand, starke soziale Bindungen aufrechtzuerhalten, was zur Entwicklung einer Kultur führen würde. Hallo, ich bin Homo ergaster, was so viel heißt wie arbeitender Mensch. Ich lebte in Äthiopien, Tansania, Kenia und Eritrea. Ich bin etwa 1,9 Millionen Jahre alt, war das Klima sehr trocken und die Dürre dauerte etwa 100.000 Jahre lang an. Mein Schädelvolumen betrug 880 Kubikzentimeter, ich war 1,60 m groß und wog 65 Kilogramm. Andere physische Aspekte der Veränderung waren die Art und Weise, wie die Innentemperatur reguliert wurde, indem man schwitzte, was den Verlust der Körperbehaarung zur Folge hatte, und die Atmung, die nicht mehr nur oral, sondern durch die Nase erfolgte, was eine größere Energiespeicherung und Sauerstoffzufuhr ermöglichte und zu einer größeren Beweglichkeit führte, die für das Überleben in der Savanne unerlässlich war. Meine Spezies war die erste, die den afrikanischen Kontinent verlassen konnte und sich an andere Gebiete der Erde mit anderen klimatischen Bedingungen anpasste. Meine Spezies lernte, Feuer zu machen, so konnten wir an kälteren Orten leben und eine größere Vielfalt an Nahrungsmitteln erreichen, mit den zahlreichen Veränderungen, die dies im Hinblick auf die Evolution mit sich brachte. Meine Spezies erreichte eine große Verbesserung in der Herstellung komplexer Werkzeuge mit einer Herstellungsweise, die Ashoilin genannt wird. Die Zusammenarbeit in Gruppen für eine effektivere Jagd könnte der Auslöser für die Entwicklung der Sprache gewesen sein. Hallo, ich bin Homo erectus. Meine Spezies lebte zwischen 1,9 Millionen Jahren und 117.000 Jahren im unteren und mittleren Pleistozän. Ich lebte in Ostasien, obwohl fossile Überreste auch in Afrika und Europa gefunden wurden. Ich hatte ein Schädelvolumen von 900 bis 1200 Kubikzentimetern, konnte bis zu 2 Meter groß sein und war dem heutigen Menschen sehr ähnlich. Ich war ein Jäger und Sammler mit einer omnivoren Ernährung. Zu den Unterarten gehören, Javaman, besaß den Teil des Gehirns, der die Sprache steuert, obwohl nicht bekannt ist, ob er tatsächlich sprach. Peking-Mensch, hinterließ Beweise für den Gebrauch von Feuer und Werkzeugen aus Knochen und Holz, die aus anderen Steinen hergestellt wurden. Einsamer Mensch, er stammt aus Java und hatte eine ungewöhnlich fortschrittliche Kultur, die es ihm ermöglichte, komplexe Werkzeuge herzustellen. Der Lanzianer, verfügt über komplexe geschnitzte Gegenstände wie Kieselsteine und wusste, wie man Feuer benutzt. Nanking-Mensch, Fossilien wurden in der Hulu-Höhle in den Tangbergen in der Nähe von Nanking, China, gefunden. Yuanmo-Mensch, wurde im Bezirk Yuanmo in der chinesischen Provinz Yunnan gefunden, und es wurden zugehörige Werkzeuge gefunden. Der afrikanische Homo erectus ist viel moderner und verwendet eine Technologie namens Achillean, um seine Werkzeuge herzustellen, während der asiatische Homo erectus die Olduvainse Technologie verwendete. Hallo, ich bin der Vorgängermensch und ich gelte als der älteste Hominide in Europa, da ich ursprünglich aus Afrika stamme. Ich bin auch der letzte gemeinsame Vorfahre des modernen Menschen und des Neandertalers. Ich habe vor etwa 900.000 Jahren gelebt und meine Art ist ausgestorben. Die meisten Individuen waren zwischen 160 und 185 cm groß, wogen zwischen 60 und 90 Kilogramm, hatten ein robustes Äußeres und wiesen archaische und moderne Merkmale auf, was auf einen evolutionären Mix schließen lässt. Mein Gehirn war mit 1000 Kubikzentimetern kleiner als das eines heutigen Menschen mit 1300 Kubikzentimetern. Ich war vielleicht die erste Hominidenart, die Tierhäute als Mantel trug, weil ich kalten Wintertemperaturen ausgesetzt war. War ein Nomadenvolk und lebte von der Jagd auf Tiere wie Stiere, Bisons und Hirsche. Er war auch ein opportunistischer Räuber und sammelte Obst und Gemüse. Sie lebten in Gruppen von 40 bis 50 Personen und hatten eine Lebenserwartung von etwa 40 Jahren.
Die Jagdwerkzeuge waren sehr einfach und bestanden aus Knochen, Stöcken und einigen Steinen, die auf rudimentäre Weise bearbeitet wurden. Sie entwickelten sehr rudimentäre Malereien mit Mischungen aus Schlamm und Blut. Für weitere Geschichtsvideos besuchen Sie meinen Kanal in der Videobeschreibung. Nächstes Video, Neandertaler. Hallo, ich bin der Homo Neanderthalensis. Ich lebte in Europa, im Nahen Osten, im Mittleren Osten und in Zentralasien, zwischen 230.000 und 40.000 Jahren vor unserer Zeitrechnung. Meine Art ist ausgestorben. Verschiedene Studien weisen auf einen gemeinsamen Ursprung des modernen Menschen und des Neandertalers sowie auf Hybridisierungen zwischen den beiden Arten hin. Ich hatte eine robustere Anatomie als der moderne Mensch, mit einem breiten Brustkorb und breiten Hüften und kurzen Gliedmaßen. Mein Schädel zeichnet sich durch einen doppelten Augenbrauenbogen, eine fliehende Stirn, kein Kinn und eine größere Schädelkapazität als die des Homo sapiens sapiens aus. Die Population der Neandertaler war während der 200.000 Jahre, die wir existieren, relativ konstant, mit etwa 7.000 Individuen allein in Europa. Die Ursachen für mein Aussterben sind unbekannt, aber es gibt mehrere Hypothesen. Die Ausbreitung des Homo sapiens und der Wettbewerb um Ressourcen, die Ausbreitung von Krankheiten, gegen die wir keine Abwehrkräfte hatten, und die Hybridisierung. Versäumnisse bei der Anpassung an den Klimawandel. Sie befasst sich auch mit dem Ausbruch eines Supervulkans in Italien, der sich vor etwa 39.000 Jahren ereignete und eine Aschewolke über Europa und einem Teil Eurasiens hinterließ. Für weitere Geschichtsvideos besuchen Sie meinen Kanal in der Videobeschreibung.